So, also. Boah, spielt der etwa Yu-Gi-Oh? Hä? Ist das Game nicht komplett tot? Ja, und? Spiel mal ein richtiges Kartenspiel. Lokana hat ja wesentlich bessere Preise. Hast du schon mitbekommen, was die ganzen Pro-Player sagen? Und alle in meiner Umgebung haben jetzt auch schon mit Yu-Gi-Oh aufgehört. Nicht schon wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Niska hier! Yu-Gi-Oh! Stirbt! Mal wieder! Ja, Kritiker sagen, dass Yu-Gi-Oh! In einem partikulär schlechten Spot ist. Und ich muss sagen, ich bin auch einer der Leute, die auch schon lauthals sich über das TCG beschwert haben. Naja, wer mich verfolgt hat, der weiß, dass mein YouTube-Kanal in letzter Zeit eigentlich nicht sonderlich mehr als großes Rumgeheule war, weshalb ich jetzt versuche, ein bisschen aus diesem Loch rauszukommen. Aber wir gehen auf dieses Video gleich ein, nachdem ich dich aufmerksam gemacht habe, dass du mir helfen kannst. Wir arbeiten nämlich gemeinsam am Projekt 10.000. Hilf mir, dass wir diesen YouTube-Kanal auf 10.000 Abonnenten bekommen. Und wie kannst du das machen? Indem du einfach ein Abo dalässt. Das würde mir sehr, sehr helfen und das würde mich auch weiterhin massiv motivieren, für euch Content zu erstellen, da ich ja momentan auch wieder einen kreativen Fluss habe. Von dem her, sei mit dabei, lass ein Abo da und hilf mir, dass wir gemeinsam die 10.000 erreichen. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Probleme des Yu-Gi-Oh! TCGs ein in mehreren Unterpunkten. Und ich würde sagen, wir gehen auch auf einen der berühmteren Punkte ein, und zwar die der Pro-Player. Punkt Nummer 1, Preispool. Der Preispool des Yu-Gi-Oh! TCGs ist im Vergleich zu seinen Competitors, sagen wir mal, richtig, richtig schlecht. Wenn du es schaffst, dich bei einem 2000-Mann-Event in die Top 32 reinzuschlagen, kriegst du einen feuchten Händedruck von Konami, kriegst noch eventuell eine Spielmatte, die die Konsistenz eines Mauspads hat, eine Deckbox und vielleicht noch eine Packung Hüllen oben drauf. Und hey, wenn du es schaffst, noch auf dem ersten Platz zu kommen, kriegst du eine Nintendo Switch mit einem Game Key von 2016. Yeah! Natürlich nicht zu vergessen sind die Vanilla-Promokarten, die nichts anderes machen, außer nur im Regal dastehen. Aber warum ist das denn so spezifisch im Yu-Gi-Oh! Trading Card Game? Kazuki Takahashi, der King Dingeling, der dieses Spiel damals erfunden hat, hat gesagt, er möchte keinen Money Prize Pool für dieses TCG haben. Und die anderen sagen einfach, ja, uns egal. Wenn man das Ganze zum Beispiel mit dem Pokémon TCG vergleichen, wenn du es alleine in die Top 32 schaffst, kriegst du zwischen 800 und 1000 US-Dollar, was schon erheblich mehr ist. Einfach nur, dass da viel mehr Preispool angeboten wird. Auch Lokana, der jetzt neu mit im Markt ist, geht rein mit seinem Preispool, genau dasselbe mit One Piece. Viele Pro-Player sagen auch darum, dass es sich nicht wirklich lohnt, gut in Yu-Gi-Oh! Zu sein. Yu-Gi-Oh! Ist bockschwer und wirklich gut in diesem Spiel zu sein, braucht sehr viel Zeit und Talent. Und viele der Pro-Player sagen einfach nur, warum soll ich ihre Zeit damit verschwenden und wechseln in anderen TCGs. Gutes Beispiel ist Adrian Dursun von Junks Playground. Ehemalig guter Yu-Gi-Oh! Spieler ist zu One Piece gegangen, einfach nur, weil dort der Preispool mehr reinkommt. Haben wir ebenfalls mit Ding Kang Pham, wechselt ebenfalls in andere TCGs mit rein. Klar, er spielt noch Yu-Gi-Oh! Mit dabei, aber auch er hat realisiert, dass andere existieren. Und das ist so ein kleiner erster Aufschrei von der Pro-Szene. Aber was jucken uns die Pro-Player? Denn wir Normalsterblichen, wir sind ja auch noch da und da werden wir eh nicht hinkommen. Aber schauen wir mal, ob es sich für uns Normalsterbliche lohnt. Wir gehen mal rein mit Punkt 2, der Preis des Kartenspiels. Wenn wir das ganze TCG mal anschauen, muss man sagen, dass Top-Meta-Decks ziemlich teuer sind. Unsere Staple-Karten, die neu in einem Format rauskommen, wie jetzt beispielsweise eine SP Litline, haben bis zu 120 Euro Peak erreicht. Und wenn du das Ding im Extra-Deck nicht hattest, brauchst du noch nicht mal auf ein Regio-Event gehen, was unsere kleineren Events sind, wo du dein Glück versuchen kannst. Alleine schon nur auf einem Local-Level wurden viele aus dem TCG rausgemobbt, weil ihnen das Spiel zu teuer wurde. Weil wenn du schon alleine auf einem Local-Level reinkommst und du triffst auf ein Snake-Eye-Deck, das 1600 Euro kostet und der dich raustritt nur für 3 OTS-Packs, da fragst du dich, ob irgendwas schief läuft. Eines der größten Probleme des Yu-Gi-Oh! TCGs ist, dass eine Karte in einer Rarität im Core-Set rauskommt. Nimm mal als bestes Beispiel hier auch SP Little Knight. Es ist ein Link 2 Monster, was so ziemlich in jedem Deck gespielt wird momentan, was halt nur ein Secret Rare Printing hat. Aber Niskas hat Quarter Century Rare Printing. Ja, die kostet 500 Euro. Halt die Klappe. Diese Karte hat halt ebenfalls nur dieses eine Printing. Andere TCGs machen es so, dass Karten in verschiedenen Raritäten zur Verfügung stehen, dass auch Leute mit einem kleineren Geldbeutel auch sich diese Karte leisten können. Aber Konami hat einfach nur gesagt, die Leute kaufen sowieso. Warum sollen wir es machen? Und das ist jetzt etwas, was schon sehr, sehr lange in der Kritik steht. Klar, Konami hat eine sehr, sehr aggressive Reprint-Politik, womit halt Karten, die man sonst immer gebraucht hat, auch für sehr, sehr billig vorhanden sind. Aber diese Meta-Staples, wenn sie halt rauskommen, werden sie zu dem Moment, wo sie rauskommen, gebraucht und dann sind sie halt sehr, sehr teuer. Bestes Beispiel, wir haben jetzt das neue Main-Set von uns, Infinite Forbidden. Darin wird die neue Fiendsmith-Engine mit drin sein. Und ich kann euch versichern,
sichern, wenn ihr diese Engine spielen wollt. Ich hoffe, ihr habt noch beide Nieren und könnt eine davon abgeben, weil die wird sehr, sehr teuer sein. Wenn du diese Engine nicht spielst, wirst du wahrscheinlich competitive gesehen nicht viel rausholen. But hey, that's Yu-Gi-Oh, right? Ja, der Preis von Metadex ist halt unglaublich teuer. Punkt Nummer 3, warum das Yu-Gi-Oh! TCG so ein Problem hat. Und das ist mein persönlicher Favorit, der Power Creep. Ich persönlich finde es einfach nur mittlerweile echt extrem, in was für eine Richtung der Power Creep schon geht. Aber lass uns kurz klären, was ist überhaupt Power Creep? Wir haben ein Set, was rauskommt zu einem bestimmten Zeitpunkt und später kommt ein neues Set raus. Und da diese Karten immer noch im Kartenpool bleiben und nicht rausrotieren, wie in einer Set-Rotation, muss Konami die neuen Karten immer stärker machen, dass du diese auch kaufst. Darum sind auch meistens Karten, die vor 20 Jahren rausgekommen sind, heutzutage komplett unspielbar schlecht. Klar, du kannst sie theoretisch spielen, aber tu es nicht. Du wirst keinen Spaß damit haben. Der Power Creep ist aber mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass einzelne Archetypes Schlüsselkarten bekommen, die 3 gute Effekte Minimum haben. Ich glaube, der beste Offender hierbei ist Schlangenauge Pappel. Pappel hat den wunderbaren Effekt, wenn diese Karte deiner Hand hinzugefügt wird, darfst du sie spezial beschwören. Wenn sie genormelt oder gespecialt wird, darfst du eine Schlangenauge-Zauber- oder Fallenkarte deiner Hand hinzufügen. Und wenn sie im Friedhof landet, kannst du ein Schlangenauge-Monster von deinem Friedhof in die Zauber- und Fallenkarte-Zone legen. Ja, es wird so langsam immer krasser, was diese einzelnen Karten können. Und von Mal zu Mal, wenn du denkst, dass jetzt der Power Creep hier etwas eingedämpft wurde, kommt ein Set raus, um meinen komplett Power Creep neu zu definieren. Am Anfang haben wir gedacht, dass Yu-Gi-Oh! In eine neue Ära reingeht, mit Power of the Elements als das Sprite-Deck-Thema und Tier-Elements mit eingeführt wurde. Aber wir waren sehr, sehr unschlüssig, was noch auf uns zukommt. Und die neuen Engines werden auch immer kleiner. Das heißt, wenn dein Deck nicht minimum 20 Non-Engine-Karten wie Handtrips oder Boardbreaker reingestopft bekommt, hast du fast schon keine Möglichkeit, kompetitiv mitgehalten. Vorbei sind die Zeiten, wo unser Deck aus 40 Karten Combo-Pieces besteht und du hoffen musstest, dass du richtige 2-Card-Combo ziehst. Jetzt reicht es, wenn du einen Starter hast plus 4 Handtrips. Punkt Nummer 4. Product. Yu-Gi-Oh! Product ist in so einer weirden Position, wenn ihr mich fragt. Es ist weder für die Meta-Leute noch für die Casuals wirklich gemacht. Schauen wir mal kurz in die Abteilung Meta, weil da kenne ich mich ein bisschen mehr aus. Die Meta-Leute, naja, kaufen allesamt nur Einzelkarten auf Card Market zu 99%. Es ist auch so, dass der Großteil der Händler, was sowas betrifft, ihr Geld mit Einzelkarten machen. Du möchtest, dass wenn du 120 Euro investierst, du auch die Karten bekommst, die du möchtest und nicht 2 Displays kaufst und einfach mal eine Runde Lotto spielst. Das so ist zumindest die Logik. Weshalb sehr, sehr viele Händler auch einfach nur Verlust machen mit Sets. Wenn jetzt beispielsweise ein Legendary Duelist Set wieder rauskommt, wie jetzt das letzte mit Bonfire, wo keine Karte darin gut war, was dann im EK 30 Euro ist und mittlerweile für 20 Euro verkauft werden muss, weil es keiner haben will, ist das nicht so rosig für die Händler auf die Dauer. Weshalb viele Händler, naja, Yugi ein bisschen ein Problem mit haben. Vielleicht mach mal hier und da mal ein Display auf, wenn du unbedingt hebeln möchtest, aber abgesehen davon ist der Großteil der Leute, die dieses Spiel aktiv spielen, weniger diejenigen, die die Sets öffnen. Gucken wir mal aber in die Kategorie der Casual-Leute. Casual-Leute lieben es, wenn sie vor allem Referenzen zu ihren Lieblingscharakteren haben. Yugi, Kaiba, Joey, Wheeler und Co. Das ist aber auch nicht sonderlich gegeben. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben natürlich die Legendary Duelist Decks, die wir zum dritten Mal aufgesetzt haben. Dann haben wir natürlich noch die Megatins. Leute, die Steintafel. Damit kannst du aber auch nicht sonderlich viel anfangen, weil wenn das irgendein Casual öffnet, der hat nicht sonderlich Spaß mit dabei. Da sind 3 Booster drin und das war's. Das macht nicht wirklich Freude zum Öffnen. Das heißt, die Casuals werden auch nicht wirklich bedient. Meistens hast du auf den Core-Boostern irgendwelche Monster, die du noch nie zuvor gesehen hast. Und wenn du da so ein Display kaufst, siehst du da Karten, mit denen du wirklich nicht relaten kannst. Es sei denn, es ist ein Set, was spezifisch um einen Anime-Archetype herum gebastelt wurde. Siehe jetzt Infinite Forbidden mit Exodia. Wie machen das aber andere TCGs? Jetzt vergleichen wir mal die beiden Produkte, die du kaufen kannst. Wenn du keine Ahnung hast von Yugi oder von Pokémon, trotzdem, und du siehst beides im Regal, was kaufst du eher? Meine Antwort ist klar. Wenn ihr meistens in so einen Laden kommt und ihr diese Sets seht, die sind alle schon längst rausrotiert. Die sind noch nicht mal mehr Meta-Viable. Pokémon TCG lebt auch davon, dass sie Sealed Product verkaufen. Und ich frage mich einfach nur, warum tut Konami ihre Produkte nicht genauso verkaufen? Meistens haben sie es entweder in einer Metallbox oder in einer Schachtel wie Magnificent Mavens und hoffen, das reicht, um sie da durchzucarryen. Product in Yu-Gi-Oh! TCG hat wirklich kein Zuhause. Du hast liebevoll gestaltete Elite-Trainer-Boxen bei Pokémon oder jetzt hier dieses Glurak V-Set. Oder, naja, du hast halt das oder so ein kleines Pub-Structure-Deck. So wirklich toll sieht das jetzt auch nicht aus für den Konsumenten, wenn ihr mich fragt. Auch da kann Konami eine Menge von der Konkurrenz lernen. Ich sage nicht, dass das besser ist, sondern ich will, dass Konami abguckt. Leute, kopieren, kopieren, kopieren. Macht's ihnen besser, ihr habt das Geld. Fazit. Glaube ich, dass das Yu-Gi-Oh! TCG stirbt?
Nein. Ich denke mal, dass das Yu-Gi-Oh! TCG mittlerweile so groß und so etabliert ist, dass es nicht so wirklich sterben kann. Konami müsste schon einiges noch mehr verkacken, wie sonst auch. Das Einzige, was es nur ist, dass die Konkurrenz auf einmal halt auch gekommen ist und Konami vom Thron stoßen möchte, was zumindest kompetitives Play betrifft. Jetzt ist die Frage, ob Konami darauf reagieren wird. Klar, Yu-Gi-Oh! Stirbt nicht, aber ich bin der Meinung, es hindert Konami tatsächlich schon krass am Wachstum, dass wir hier noch großartig was reinbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann mal auch sagen, dass sie sämtliche TCG-Produkte komplett einstampfen und dann nur noch Master Duel Only machen. Wäre etwas, was ich für realistisch halten würde. Anyway, wie sind eure Gedanken dazu? Haut's mir unten in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Bemerkungen habt, lasst uns mal ein bisschen drüber austauschen. Und mit den Worten würde ich sagen, ich bin mal raus für heute. Like, Abo, Subscribe, ihr kennt den ganzen Mumps. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye!